Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal Entschuldigung, dass am Mittwoch kein Video kam. Jetzt als kleine Nebeninfo, wenn ich es schaffe, also nicht schaffe, am Mittwoch oder am Sonntag ein Video zu machen, dann hole ich das auf jeden Fall nach. Also es kommen zu 100%ig jede Woche zwei Videos. Und wenn ich es mal vergesse, dann einfach am anderen Tag. Darum. Ja, soll das hier jetzt das Mittwochsvideo ersetzen. Und morgen kommt natürlich auch noch ein Video. Heute kommt mal wieder ein Reaction-Video. Habe ich jetzt eine Zeit nicht mehr gemacht. Mein letztes Reaction-Video war von Judas Priest Lightning Strike. Und da muss ich mal wieder was machen. Nämlich hier, also mein Vater hat sich das be bestellt. Hatte mir kurz ausgeliehen. Nämlich hier Phil Campbell, also der Ex-Gitarrist von Motörhead, oder die seine eigene Band, und die haben jetzt ein neues Album, beziehungsweise vielleicht das erste, ich weiß es gar nicht. Ja, ich kenne mich da wirklich nicht aus, und das ist auch meine allererste Reaktion überhaupt auf diese Band. Und darum, ja, ist es eine wirklich eine real Reaction. Sogar eine noch realere Reaction als Judas Priest, weil bei Judas Priest, die haben ja ihren eigenen Stil, da kann man schon erwarten, was kommt. Aber hier, kein Plan, was sie für einen Stil haben. Da muss ich sagen, yeah, let's go. Ich reagiere jetzt einfach auf den ersten Song auf der CD, nämlich Ringleader. Ringleader? Ah, Ringleader, okay. Okay. Ich werde demnächst auch einen Livestream machen, wo ich zu ganzen Alben reagiere. Dann werde ich dann auch hier das komplette Album von Phil Campbell hier. Ja. Soll ich sagen, let's go. Also erstmal, zudem, ich muss sagen, ich mag dieses wilde Drumming, ja. Also dieser Bass, also dieser Drum ist richtig stark. Ja, das mag ich. Hört man jetzt leider auch nicht mehr so oft im heutigen Rock Metal. Damit, das gefällt mir auf jeden Fall. Boah, diese Riff, Alter. Boah, diese Schwärme ist sick. Nice over it. Well, this is the guy's sequence. Auch krasse Solo hier vom Film. Danke so.
Oh, dieser Drummer, ey. Wie heißt der Drummer eigentlich? Kämpfer. Was ist? Sieht so aus. Also, das war Phil Campbell. Und ich muss gerade mal nachschauen. Denn da stehen nämlich innen dran die Namen von den Mitgliedern. Hier steht so genau hier. Drums. Oh, nee. Dane Campbell. Oh. Ist das vielleicht eine Familienband von Campbell? Weil die heißen alle Campbell. So, die Experten sagen, ja, was ist das für ein Idiot? Wieso merkt er das nicht? So, ich habe nämlich nicht alle durchgelesen. Ich habe gesehen, dass hier noch einer irgendwie Campbell heißt. Dachte, okay, vielleicht Brüder. Und jetzt sehe ich, die heißen alle außer der Sänger, der heißt Neil Star oder so. Der heißt ausnahmsweise mal nicht Campbell, aber der Rest ist wohl eine Familie oder so. Auf jeden Fall, ich mag's, ja, ich mag's wirklich, vor allem das Drum, beziehungsweise der Drummer, habe ich schon vorher öfters mal gesagt. Und natürlich Phil, ja, der Riff, die Riffs waren ziemlich stark, hat mir sehr gut gefallen. Mit dem Sänger habe ich noch ein bisschen mehr. Für mich ist er noch ein bisschen zu poppig. Beziehungsweise geht er mehr ins Pop-Show, oder? Da hätte ich lieber einen rockiger oder vielleicht sogar einen Metal-Sänger drin. Aber ja, sonst, was rein Instrumentals anbelangt, sehr nice. Ja. Ich werde auf jeden Fall danach streamen und dann werde ich auf die komplette CD reagieren. Und dann will ich auch meine komplette Meinung dazu sagen. Ich meine, jetzt habe ich einen Song gehört. Ich mache noch keine wirklich eine Review zu einer Band oder so. Von denen ich erst einen Song gehört habe. Dann muss ich schon eine ganze CD gehört haben, dass ich eine Review dazu mache. Beziehungsweise überhaupt irgendeine Meinung habe. Ich hab jetzt nicht mal eine persönliche Meinung darüber, weil es ist mal so ein Song, ja. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.